Hey und willkommen zur neuesten Werder Bremen Karriere Folge mit mir, euren Danny Taylor. Da ich heute ausnahmsweise nicht ganz so viel quatschen will, denn ihr wollt bestimmt die neuen Trikots sehen, hinterlasst doch einfach jetzt schon einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Würde mich einfach mega freuen. Ihr wisst ja, unterstützt kleine YouTuber wie mich immer extrem damit. Und Kommentare, ja ihr kennt das, ich versuche natürlich wie immer zu antworten. Und damit ihr jetzt auch so schnell wie möglich das neue Trikot seht und den Saisonauftakt, starten wir jetzt ins Spiel. Und damit ist es soweit, Auftakt der zweiten Saison, Spieltag Nummer 1 mit Mainz. Und ich habe jetzt ein bisschen rumgetrickst, damit wir tatsächlich auch unsere Trikots benutzen können. Denn Mainz hat auch neue Heimtrikots, ja. Nicht nur wir, ihr habt sie gerade schon mal ein bisschen gesehen. Und ein Riesendank geht an dieser Stelle an Realnets und auch an Passi raus. Das sind nämlich die Creator dieser Trikots, die haben mir die einfach mal so zur Verfügung gestellt. Links zu deren Karrieren und natürlich deren Kanälen in der Videobeschreibung. Riesen Dank, da geht auf jeden Fall raus, denn ich bin mega begeistert von den Trikots. Die ja, sind ein bisschen retrohaftiger, vor allem mit dem Orange wieder dabei. Und ich habe gedacht, die beste Präsentation ist einfach beim ersten Spieltag. Denn ich muss sagen, ich finde Trikots einfach extrem hübsch. Und ich hatte halt einfach auch selbst nicht so viel Arbeit damit, weil mir die halt komplett zur Verfügung gestellt wurden. Da einfach mal ein riesiger Dank an Passi und auch an Realness. Vor allem mit Realness verstehe ich mich privat auch sehr, sehr gut. Aber jetzt wollen wir natürlich hier über FIFA reden und Cutrone spielt bei Mainz. WTF, alles klar, kann man machen. Starke Mannschaft, die haben sich auch sehr gut verstärkt, muss man sagen. Und hier nochmal die Trikots. Der einzige Unterschied ist bei mir, ich habe die Hosen weiß gelassen, denn die waren erst grün und orange. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich finde das mit den weißen Hosen eigentlich sehr cool, auch in echt. Deswegen habe ich sie beibehalten. Und hier unsere Startaufstellung. Ihr kennt sie ja, das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe an der Formation ein bisschen rumgespielt. Und zwar mit Maximilian Philipp auf der 10 und im Sturm Michael Gregoritsch, unser, ja, ich sag mal, Torgarant, würde ich mal behaupten. Auf der Bank Richter, McKenny, Suchek, Mittelstädt, Moisander, Capino und natürlich Füllkrug für unseren Sturm. Ich bin mega gehypt auf die Saison, denn wir haben Dreierbelastung. Wir müssen ja auch in der Champions League was beweisen. Und ich finde das einfach mega geil mit den neuen Trikots, weil jetzt einfach jeder Verein in der Bundesliga neue Trikots hat. Und das macht einfach mega Bock, weil man einfach jedes Mal was Neues erlebt, beziehungsweise neue Trikots sieht. Finde ich einfach richtig, richtig cool. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein und ich bin mega gespannt, was unser Kader so zu bieten hat. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die Saison wird nicht einfach. Torunariga mit der ersten Fastrettungsversuch. Schöner Pass auf Gregoritsch. Der bringt die Flanke. Rashica jetzt nicht bekannt für seine Kopfbälle. Johannes Eggestein ist nicht der schnellste Außenspieler. Macht das hier aber ganz gut. Schöner Pass auf Gregoritsch. Gregoritsch behält den Ball ganz gut. Und jetzt unser Neuzugang Philipp mit dem ersten Abschluss. Ja, knapp daneben ist er auch vorbei. Das war sehr schlecht. Das ist sehr schlecht und damit führt Mainz 1:0. Ich habe den Ball nicht wegbekommen. Das darf natürlich nicht passieren. Da stelle ich mich unfassbar schlecht an. Und jetzt sieht es nach keinem guten Auftakt aus. Und das hat die Trikotpräsentation wirklich nicht verdient. Ja, da war der Fehler von Maximilian Philipp. Ja, und dann diese Flanke. Und dann hat Mateta damit halt gar keine Probleme. Nimmt den halt perfekt Volley. Und das war halt scheiße. Bringt den Ball jetzt wieder sehr schlecht hier. Boah, Alter, bei uns im 16er. Ey, was ein Rumgehampel da drin. Sieht hier unten richtig gut Rashica. Und der sieht da oben Johannes Eggestein, der nimmt den Ball aber nicht zu meiner Zufriedenheit an, macht es aber dennoch ganz gut, René Adler, aber mit der richtig guten Parade. Ja, schlechtes Stellungsspiel von uns und ein paar Flanker mit einer richtig guten Parade. Und da kommt der Pass in der Mitte und das Gregoritsch. Oh Gott, der muss rein. Ja, und dann pfeift er ab, während wir gerade einen Konter haben. Ist ein bisschen ärgerlich, wir liegen aber auch zurück. Das ist ebenfalls ärgerlich und ich muss sagen, ich weiß hier, ja doch, es ist schon einigermaßen verdient. Mainz spielt schon insgesamt ein bisschen besser als wir. Ich muss mir noch ein bisschen reinfinden, gibt halt die ein oder andere Änderung und ich möchte halt auch das 4-2-3 einspielen, weil es eigentlich meine beste Formation ist, mit der ich persönlich am besten umgehen kann. Müssen wir uns noch ein bisschen reinfinden, aber das sollte an für sich noch ganz gut funktionieren. Maxi Eggestein, ach du Scheiße, Junge, wo haut der den denn hin? Wir wechseln zweimal aus, ein Standardwechsel quasi, Richter kommt rein für Johannes Eggestein, der mir heute nicht so gut gefällt und Weston McKennie kommt rein für Davy Klaassen. Und jetzt komm schon, du kannst das! Natürlich trifft Gregoritsch. So muss das sein. Unsere Nummer 10, wer auch sonst, macht den Ausgleichstreffer. Richtig, richtig schönes Ding. Ja, richtig schön auch eingeleitet. Und Gregoritsch weiß halt einfach perfekt, wo das Tor steht. Und ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen glücklich, dass der auch trifft, wenn der als alleinige Spitze spielt. Und Maximilian Philipp macht auch noch die Vorlage. Sehr schön, das beruhigt mich ein bisschen. Vor allem, dass Gregoritsch halt tatsächlich auch getroffen hat. Das war so schlecht. Was passiert denn da? Meine Fresse, ey. Erst dachte ich mir, die Mainzer sind zu blöd, einen Ball anzunehmen, ne?
Und dann macht unsere Hintermannschaft sowas, ey. Was war das denn? Ja, schön, dass wir uns 1-1 geschossen haben, damit dann sowas passiert. Junge, 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 ey. Ich weiß auch nicht, was ich da dann gemacht habe. Ich kann es nicht nachvollziehen. Maxi Philipp! Komm schon, mach ihn rein! Oh Gott! Wir müssen Philipp auswechseln, der ist halt einfach nicht mehr fit genug. Und deswegen Füllkrug jetzt in der Sturmspitze und dahinter Gregoritsch. Ey, was pfeift der denn? Junge, Körperkraft noch nicht gehört oder was? So, jetzt wird's gefährlich, der kommt. Alter, und dann so ein Freistoß. Wie kann man ihn denn so perfekt in den Winkel hauen, ey? Ja, und jetzt wird's richtig schwierig. Das sieht sehr, sehr hart nach einer Auftaktniederlage aus. Jetzt West McKennie, der macht den Anschlusstreffer 3:2. Ja, jetzt nochmal alles reinwerfen, ey, da kann ja was werden. Muss den Ball halt schnell nach vorne bringen. Komm schon! Ja, Mann! 3:3! Und ich hätte nicht so ins Mikrofon schreien dürfen. Tut mir leid! Rashica macht das 3:3 im letzten Angriff, ey, was ein Ding! Ohne Scheiß, ey, WTF! Ich glaube, ich habe euch gerade fast totgeschrien, ne? Ey, tut mir voll leid, aber ich bin voll dabei. Ich weiß auch nicht warum. Ey. 3:3. Bitte kein Gegentor fangen. Alter, also unsere Mannschaft hat auf jeden Fall Nehmer-Qualitäten und auch Comeback-Qualitäten, würde ich mal behaupten. Ey. WTF, was ein Auftakt. Was wird denn das für eine Saison? Das war ein krasses Spiel. Das hat einen Daumen nach oben verdient, oder nicht? Wir haben zwar nicht gewonnen, aber trotzdem war es einfach nur geil. Es war auch ehrlich gesagt ein recht ausgeglichenes Spiel, muss man zugeben. Aber 3 Tore auf jeder Seite, damit habe ich echt nicht zwingend gerechnet. So sieht aber jetzt im Übrigen unsere Trainingseinheit aus, denn auch Enmecha und vor allem auch Toru Nariga müssen auf jeden Fall trainiert werden. Und ich weiß immer noch nicht so ganz, wie wir Enmecha aussprechen müssen. Und endlich interessiert sich mal ein Verein für Yuya Osako. Und tatsächlich Ajax Amsterdam, haben wir da nicht letztes Jahr erst Kruse hin verkauft? Und ganz ehrlich, ich würde Osako extrem gerne verkaufen, weil ich noch ein bisschen was vorhabe. Deshalb gehe ich mit einem realistischen Angebot eventuell rein, und zwar 10 Millionen. Und das hat Ajax sofort, ist in Ordnung. Er ist halt auf der Transferliste, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwieweit, wie hoch ich gehen kann. Deswegen bin ich mit 10 Millionen für Osako vollkommen einverstanden. Und tatsächlich, es ist passiert, Osako wechselt zu Ajax Amsterdam. Und wir kriegen 7,5 Millionen auf unser Transferbudget drauf, also quasi genau sein Marktwert. Das ist in Ordnung für mich. Heißt, wir haben jetzt 29 Millionen und müssen damit natürlich auch noch ein bisschen was machen. Wir werden jetzt versuchen, Jakob Brun-Larsen zu verpflichten. Rund 66% von euch waren eindeutig dafür, dass wir ihn verpflichten, auch fest kaufen. Und hier seht ihr im Übrigen noch das BVB-Trikot, was ebenfalls jetzt mit dabei ist. Wir fangen mal direkt mit dem Marktwert an. Ich hoffe, die springen jetzt nicht einfach raus, die Dortmunder. Und sie wollen ca. 15 Millionen. Mal gucken, was wir da noch drücken können. Und wir einigen uns mit Dortmund schlussendlich bei 14,9 Millionen Euro. Ich finde, das ist in Ordnung. Jetzt muss natürlich nur noch der Spieler zu uns wollen. Und damit ist Jakob Brun-Larsen und auch sein Management mit einverstanden. Und damit ist Jakob Brun-Larsen für die nächsten 4 Jahre ein Spieler von Werder Bremen. Kann man auf jeden Fall mal machen, würde ich behaupten. Hat jetzt aktuell die Nummer 8. Sehe ich jetzt bei Jakob Brun-Larsen nicht zwingend die Nummer, müssen wir mal gucken. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Neuverpflichtung auf jeden Fall mega zufrieden. Natürlich wird Dortmund den jetzt echt nicht zwingend verkaufen, vor allem nicht für 14 Millionen an Werder Bremen oder sonst was. Aber ganz ehrlich, wir sind ja bei FIFA, wir spielen jetzt in der Champions League. Deswegen ist es, glaube ich, einigermaßen in Ordnung, dass wir Jakob Brun-Larsen verpflichtet haben. Und Brun-Larsen kriegt jetzt einfach mal von mir die 34, die trägt er, glaube ich, auch aktuell in Dortmund. Aber solltet ihr andere Wünsche haben, schreibt sie wie immer in die Kommentare. Und Philipp hat natürlich auch eine neue Trikotnummer bekommen, und zwar die 20, denn die meisten von euch haben tatsächlich gesagt, Alter, gib Philipp die 20, ich kann mir ihn ohne die 20 nicht vorstellen. Deswegen hat Philipp ab jetzt die 20. Und den Lukas, dessen Nachnamen ich nicht richtig aussprechen kann, in Mecha, keine Ahnung, trägt ab sofort im Übrigen die Nummer 9. McKennie derzeit noch die Nummer 17. Vorschläge wie immer gerne gesehen. Und Henrichs trägt wie ihn echt bei Monaco und Leverkusen damals die 39. Ich wollte jetzt im Übrigen noch versuchen, immer Toprak zu verpflichten. Das Problem ist, er ist erst vor kurzem zu Eindhoven gewechselt. Wäre irgendwie witzig gewesen. Und ich habe gerade Toru Nariga vergessen. Der hat natürlich die Nummer 25. Die hat er auch zuletzt bei Hertha BSC Berlin getragen. Wir haben einen Monatsbericht der Jugendmannschaft bekommen, und zwar Anton Martinsson sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, der hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Und ebenfalls sieht gut aus Erik Karlsson. Jetzt schon eine Gesamtstärke von 62. Heißt, wir gucken auch gleich sofort, was für ein Potenzial er hat. Der Deadline Day ist im Übrigen auch schon vorbei, und da ist ehrlich gesagt nichts Großartiges passiert.
Heißt aber auch, wir gehen mit einem Transferbudget von 12 Millionen in die Saison. Ich wollte auch ehrlich gesagt noch ein bisschen Geld halten für die Wintertransferphase, falls wir irgendwie was nachbessern müssen. Aber erstmal muss ich unsere Scouts irgendwo hinschicken. Der Patrick Kuhn geht natürlich für 9 Monate nach Deutschland. Paul Roth natürlich nach Österreich, so gehört sich das in Bremen. Und der Tibor Novak für 9 Monate nach Schweden. Heißt aber auch, wir haben jetzt nur noch 11,9 Millionen zur Verfügung, was jetzt ehrlich gesagt nicht viel weniger ist. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie viele Spiele wir heute spielen, aber ehrlich gesagt habe ich schon noch Bock drauf, jetzt noch gegen Freiburg zu spielen mit dem Kader. So sieht im Übrigen unser Alternativtrikot aus. Das Freiburger Trikot könnt ihr ja schon sehen. Und damit sind wir angekommen im Weserstadion und jetzt natürlich mal wieder mit unseren Heimtrikots. Das muss jetzt einfach mal sein, aber ich wollte euch halt schon im ersten Spiel präsentieren. Alter, ich kann kein Deutsch mehr reden. Aber auch Freiburg darf jetzt mal seine Heimtrikots benutzen. Und ehrlich gesagt freue ich mich gerade darauf, auf die Partie hier im Weserstadion mit den neuen Trikots. Und ich muss sagen, ich finde die Trikots einfach geil. Ich weiß, ich habe das jetzt schon öfter gesagt, aber ich hoffe, ihr seht das genauso. Gefallen euch die Trikots? Stimmt oben mal ab. Ja, nein oder geht so. Einfach mal oben abstimmen und auch eure Meinung in die Kommis natürlich. Hier Maximilian Philipp, unser, ich glaube, teuerster Neuzugang in diesem Sommer. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Und da ist es soweit. Unsere Aufstellung, kleiner Spoiler, wir haben tatsächlich was geändert. Und zwar spielt von Anfang an heute McKennie, der hat mir ganz gut gefallen. Auf der etwas defensiveren Position, damit Maximilian Eggestein ein bisschen mehr im Spielgeschehen eingreifen kann. Das bedeutet, das Spiel ein bisschen mehr leiten. Natürlich unser Topscorer Gregoritsch vorne drin auf unserer Bank. Natürlich jetzt auch Larsen dafür Mittelstädt nur auf der Tribüne. Weil es ist halt wahrscheinlicher, einen Offensivkraft auszuwechseln als einen Außenverteidiger. Heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Augustinsson nichts passiert. Und hier die Aufstellung vom SC Freiburg mit Schwolo im Tor. Den konnten sie tatsächlich noch halten. Mit Gulde und Heinz Kübler in der Rechtsverteidigung und auch André in der Linksverteidigung. Die haben sich einfach mal Kajubi gegönnt. Ich glaube nicht, dass der in nächster Zeit so schnell einen Verein finden wird. Und natürlich auch im Sturm mit Dolberg. Also manchmal haben die Vereine hier echt verdammt merkwürdige Spieler gekauft, beziehungsweise Stürmer. Pedersen natürlich auch vorne drin mit einer Bremer Vergangenheit. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ich bin mega gehypt, denn dieses Spiel möchte ich auf jeden Fall gewinnen. Komm schon, schöner Kopfball. Naja, fast. Jetzt wird's gefährlich. Boah, Pavlenka, Gott sei Dank bist du da. Und jetzt die Ecke von den Freiburgern. Da kommt der Ball, da musst du dich durchsetzen. Warum steht da Rashica, Alter? Ich hasse die Eckentore, ne? Ey, ohne Scheiß. Warum steht Rashica bei einem Stürmer? Und ey, so Eckentore sind immer so undankbar, weil man hat immer das Gefühl, dass man nichts dagegen machen kann. Ey, das ist so kacke. Ey, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Zuordnung, ey? Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Boah, Alter, ey. Jetzt muss ich schon wieder einen Rückstand hinterherrennen. Und jetzt Rashica. Rashica bringt den Ball zwar aufs Tor, aber Schwolo ist halt da. So, jetzt mal ein bisschen besser hier bitte. So, Milot Rashica mit der nächsten Möglichkeit. Rashica haut den Ball aber sowas von kompromisslos da rein. Voll ins lange Eck und damit steht es 1:1 durch Milot Rashica mit seinem ersten Saisontor. Ja, so kann man mal einen Konter ausspielen. Gregoritsch mit der Vorlage und da ist auch irgendwie keiner bei Rashica und der macht das halt einfach locker easy. Und das war schon Milot Rashicas zweites Saisontor. Stimmt, da war ja gerade das 3:3 noch. Und da kommt der Ball und da ist Johannes Eggestein, dann so ein Kopfball. Das war schlecht, schlecht verteidigt. Jetzt Pereira mit der Möglichkeit, Gott sei Dank Außennetz. Schöner Pass auf Rashica, Rashica. Alter, stark, hätte passen müssen. Und damit steht zur Halbzeit 1:1, aber da geht was in dieser Partie. Ich merke, dass einfach immer Rashica den Ball geben. Der hat hier eine Menge Möglichkeiten heute. So, und jetzt Ravet. Komm schon, Henrichs. Komm schon. Alter, ey. Stress mich doch mal. Oh, komm schon, Philipp. Der driftet tatsächlich und macht hier ein Kopfballtor. Was ein Pass von Maximilian Eggestein. Ohne Scheiß. Auf Maximilian Philipp. Zu viele Maximilians. What the fuck. Auf jeden Fall richtig schönes Tor von Philipp. Der jetzt hier auch direkt sein Heimtor macht, ja. Nicht sein Debüttor, der hat ja schon gespielt, ein Spiel, aber hier richtig, richtig schön gemacht. Mit dem Kopf auch durchgesetzt. Richtig schöne Schnittstelle. Steiler Pass. Hoher steiler Pass. Und dann nichts zu machen für Schwolo. Da macht einfach Philipp richtig stark und der Verteidiger, ich glaube Gulde, macht das an dieser Stelle dann nicht ganz so geil. Könnte aber auch Pereira gewesen sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Was ich auf jeden Fall hundertprozentig weiß, das ist die Führung für uns. Milot Rashica, jetzt die Flanke, die kommt gut und dann, oh mein Gott, was eine Rettungsaktion. Wir haben aber auch einen neuen Debütanten eigentlich geholt für links, heute mal über rechts, weil Richter mir im letzten Spiel nicht so gut gefallen hat und vor allem brauche ich Tempo und ja, Larsen ist halt extrem schnell. Deswegen Larsen jetzt mit seinem Debüt über rechts für Johannes Eggestein. Und jetzt hat Brun Larsen Bock und dann... Oh mein Gott, Alter. WTF. Wir wechseln ein wenig durch. Davy Klaassen kommt rein für Philipp auf der 10 und Marco Richter ab jetzt im rechten Mittelfeld. Das bedeutet Larsen über links und Rashica ausgewechselt. So, Jakob Brun Larsen, der ist halt noch frisch. Richtig, richtig schöne Ballername.
Und er sieht hier drüben Richter und der macht das entscheidende 3:1. Richtig, richtig schöne Flanke von Jakob Brun-Larsen und Richter lässt sich hier auch nicht nehmen, das Tor zu machen mit den Schuhen passend zum Trikot. Richtig nice. Und damit ist das Spiel vorbei und wir konnten die 3:1-Führung halten, nicht so wie Mainz im letzten Spiel und wir gewinnen. Ja, 3:1, wie schon gesagt, und damit haben wir 6 Tore in dem Part geschossen, also unsere Offensive läuft, Problem ist auch 4 Gegentore, das bedeutet, unsere Defensive muss sich noch ein bisschen zusammenfinden, man kann aber auch sagen, Jordan Torunariga hat sich schon von der 74 auf die 75 verbessert, was natürlich richtig, richtig schön ist, und auch Maximilian Philipp funktioniert, hat ja ein Tor gemacht, muss sich aber noch ein bisschen reinfinden, ich muss mich natürlich auch daran gewöhnen, wie er sich spielen lässt, aber das war schon alles richtig, richtig gut, kann man nichts anderes sagen, auch Gregoritsch funktioniert vorne als alleinige Spitze, auch wieder eine Torvorlage. Richtig nice. Und vor allem Maximilian Eggestein hat mir auch mega gut gefallen. Und Jakob Brun-Larsen mit einer hervorragenden Vorlage. Was soll ich großartig sagen? Wir haben gewonnen. Das ist nice. Ich denke mal, mit 4 Punkten aus 2 Spielen können wir voll und ganz zufrieden sein. Ich habe da auf jeden Fall nicht groß was zu meckern. Wir sind derzeit auf dem 3. Tabellenplatz. Wo die Reise hingeht, das sieht man natürlich jetzt nicht unbedingt nach 2 Spieltagen. Allerdings weiß ich, was jetzt passiert. Die Folge ist vorbei. Ich hoffe, die neuen Transfers, also Jakob Brun-Larsen, hat euch gefallen. Und natürlich auch die Spielweise. Wie gesagt, Defensive läuft noch nicht so hundertprozentig. Aber ich würde mich extrem über einen Daumen nach oben von euch freuen. Wäre einfach mega awesome, damit zeigt ihr mir einfach, dass euch die Folge gefallen hat. Und natürlich wie immer eure Meinung in die Kommentare. Alleine, ich freue mich schon mega, wenn ihr einfach schreibt, euch hat die Folge gefallen oder gutes Video oder sonst was. Mega awesome, aber auch gerne eure Meinung zu den Spielen und natürlich auch zu den Spielern. Fände ich mega cool und dann würde ich sagen, lasst ein Abo da und die Glocke nicht vergessen, damit ihr keine weitere Folge verpasst wohl eher. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ciao.